Herr Hirschfeld ist Kettwiger Bürger. Herr Hirschfeld, was heißt das für Sie, wenn das Rathaus hier geschliffen wird? Das ist eine ganz schlimme Sache für uns Kettwiger Bürger. Wir und das Rathaus sind hier eine Einheit. Und das würde für uns bedeuten, wir müssen nach Essen fahren oder irgendwo anders hin. Seit wann gibt es das Rathaus ungefähr? Das Rathaus gibt es seit mehr als 100 Jahren. Zwischenmal renoviert. Hier sind verschiedene Jugendgruppen drin. Hier sind aber auch die Senioren sind hier zu Hause im Rathaus. Schachmeister, Musik und dergleichen mehr. Aber vor allen Dingen dient es auch noch den Bürgern. Nämlich für Stempel holen, Passanmeldungen, Passabmeldungen und was es alles so im Verwaltungsbereich gibt. Wann waren Sie letzte Mal drin? Ach, ich bin jede Woche fast einmal hier im Rathaus. Nicht in dem Amt, sondern dort, wo die Organisationen sind, wo ich schon mal mit zu tun habe. Aber auch wenn irgendwelche Dinge zu erledigen sind, bin ich auch hier. Wie ist denn die Stimmung der Bürger hier in Kettwig derzeitig? Die Stimmung der Bürger ist auf ganz hohem Streitpunkt. Wir haben heute eine Aktion gemacht mit Unterschriften und die Menschen haben Schlange gestanden, um unterschreiben zu können, dass ihr Rathaus, ihr Bürgerhaus hier bleibt. Hier in Kettwig. Übrigens, einmal werde ich auf jeden Fall auch noch da sein oder Angehörige, wenn nämlich eine Sterbeurkunde fällig ist. Ich wünsche Ihnen, dass das nicht so schnell der Fall ist, Herr Hirschfeld. Dankeschön. Alles Gute für Kettwig. Ja.